Ich möchte euch wieder willkommen heißen zu 40 Days in the Word. Wir sind hier dabei, die Bibel zu lesen oder besser studieren zu lernen anhand von einer Methode, die kann man eigentlich so ein bisschen die persönliche Anwendung nennen. Die Methode ist zusammen mit 11 anderen in dem Buch von Rick Warren beschrieben. Das Buch kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr das mal leset. Wir lernen miteinander ja so ein bisschen 6 Arten, wie wir die Bibel studieren können oder wie wir meditieren mit der Bibel. Wie wir nachdenken über die Bibel. In der ersten Lektion haben wir angeschaut, wie man die Bibel studieren kann mit der Betonsmethode. Du liest so den Vers immer und immer wieder und betonst jedes Mal ein anderes Wort im Vers. Und nachher die zweite Woche haben wir so angeschaut, wie wir uns den Text könnt vorstellen. Das heisst, wir stellen uns selber in der Geschichte vor. Wir stellen uns vor, dass wir selber dort waren. Und heute schauen wir die dritte Art an, wie wir über die Bibel nachsinnen können. Und diese Art, die nennen wir die Prüfsmethode. Und zwar, da stellst du dem Text einfach bestimmte Fragen. Vielleicht erinnerst du dich, was ich gesagt habe, das Geheimnis eigentlich von gutem Bibelstudium ist einfach die richtigen Fragen zu stellen. Jetzt, bevor wir diese Methode anschauen, wollen wir einfach noch kurz über Anwendung reden. Wie kann ich das Wort Gottes in meinem Leben anwenden? Wie, das wichtigste Ziel von jeder Art von Bibelstudium ist nicht Auslegung, sondern Anwendung. Die Frage, die wir uns stellen, ist, und jetzt? Nicht nur Information, sondern Applikation. Was mache ich jetzt damit? Nicht einfach ein Hörer vom Wort sein, sondern eben ein Täter sein. Jesus hat am Schluss von der Bergpredigt gesagt, wenn du das Wort hörst und es nicht anwendest, dann bist du wie der Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Gott sagt uns, dass die Bibel nicht dafür da ist, dass wir einfach unsere Köpfe mit Wissen füllen, sondern die Bibel ist da, um uns zu verändern, uns mehr wie Jesus Christus zu machen. Im Johannes 17,17 steht, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wir werden geheiligt, verändert durch das Wort Gottes. Hast du gewusst, dass das Wort Gottes studieren sogar gefährlich ist, wenn es du nicht anwendest in deinem Leben? Ich gebe euch 3 Gründe. Ich könnte die wieder aufschreiben in eurem Heft. Bibelstudium ohne Anwendung ist gefährlich, wie Wissen erzeugt Stolz. Wenn wir es nicht anwenden in unserem Leben. In 1. Korinther 8,1 steht folgendes. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Kennst du vielleicht Leute, die füllen ihren Kopf mit Bibelwissen, aber sie füllen ihre Herzen nicht. Und das können die streitsüchtigsten, gemeinsten, mürrischsten, kritischsten Leute in einer Kirche. Es ist möglich, dass sie die Bibel hinter sich und für sich zitieren können. Und sie brauchen sie wie einen Hammer, um auf anderen herumzuhacken. Sie haben keine Bibelstunde aus, seit 45 Jahren, aber sie sind voll Egoismus und Stolz und Gesetzlichkeit, wie Erkenntnis bläht auf und Liebe baut auf. Das sagt die Bibel. Sie könnten jede Bibelstelle erklären, jede Lehre verteidigen, aber sie sind hart, unfreundlich, lieblos. In der Bibel steht im 1. Korinther, auch wenn ich alle Erkenntnisse oder alles Wissen von der Welt habe und keine Liebe, ist eigentlich alles, was ich sage, bedeutungslos. Wie tönendes Erz oder eine schallende Zimbel steht da. Erkenntnis bläht auf. Das wollen wir nicht. Du musst liebevolle Anwendung haben. Sonst richtet das Bibelstudium sogar Schaden an. Nachher der zweite Grund, wieso die Bibel sagt, dass das Bibelstudium ohne Anwendung gefährlich ist, ist, Wissen erfordert Taten. Was ein Mensch weiss, muss sich äußern in dem, was er tut. Jakobus hat so gesagt, Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wir sind selbsttäuscht, wenn wir meinen, dass wir wachsen, einfach indem wir uns irgendwie Notizen machen beim Bibelstudieren. Gottes Gebote sind nicht einfach Optionen. Ich denke ein bisschen darüber nach, ich schreibe mir ein bisschen etwas auf und that's it. Er sagt, mach's. Es ist in dem Sinne nicht freiwillig. Er sagt, ich erwarte, dass du machst, was ich dir sage. Wie gesagt, in der Bergpredigt hat Jesus gesagt, der Mensch
der meine Worte hört und sie in die Praxis umsetzt, der ist weise. Aber der es nicht umsetzt, der ist ein Narr. König David im Alten Testament ist zum Beispiel bekannt als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er das Wort Gottes in seinem Leben angewendet hat. Auch das, was er gewusst hat, in Tat umgesetzt, im Psalm 119, 59 steht: Ich habe über mein Leben nachgedacht und kehrte wieder zu deinen Weisungen. Ich will sogleich und ohne zu zögern deinen Geboten folgen. Der dritte Grund, warum Bibelstudium ohne Anwendung gefährlich ist, ist, wie Wissen erhöht deine Verantwortung. Die Bibel sagt, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Mit anderen Worten, mit einem grösseren Verständnis von der Bibel kommt ein grösseres Urteil, wenn ich es nicht anwende. Wenn ich anfange, die Bibel zu studieren, dann fängt Gott an, mir Bereiche von meinem Leben zu zeigen, wo er möchte, sich mich ändern. Und er erfordert mehr Verantwortung von mir. Wenn du nicht planst, irgendwie die Lektionen, die du in deinem Bibelstudium lernst, auch anzuwenden, dann ganz ehrlich, dann stellst du dir selber eigentlich wie eine Falle. Wie Wissen verlangt nach Daten. Wissen erhöht Verantwortung und Wissen erzeugt Stolz, wenn man es nicht anwendet. Warum machen wir es dann eigentlich nicht? Ich kann es euch schon sagen, wie schwierig es ist. Das ist schwerste Arbeit. Anwendung passiert nicht einfach durch Zufall. Wir müssen lernen, wie dass wir das Wort Gottes in unserem Leben anwenden können. Es gibt ein paar Gründe, wieso das so schwierig ist. Ein Grund ist zum Beispiel einfach, es erfordert ernsthaftes Nachdenken. Ich kapiere oft die Anwendung nicht sofort. Ich muss darüber nachsehen, ich muss darüber nachdenken, ich muss überlegen. Es braucht Zeit. Noch ein zweiter Grund, wieso das Anwendung schwierig ist, ist, Satan bekämpft es eigentlich unerbitterlich. Die stärksten Angriffe von Satan wirst du in deiner stillen Zeit erleben, wenn du versuchst, das anzuwenden, was du studiert hast. Wie er weiss, solange du zufrieden bist damit, irgendwie, dass du das Wort gehört hast oder das Wort gelesen hast, dann bist du keine Gefahr für seine Pläne. Aber in dem Moment, wo es dir ernst ist, gewisse Änderungen zu machen in deinem Leben, wird er es bekämpfen. Er hasst Täter vom Wort. Er wird dich die Bibel so lange studieren lassen, wie du willst, bis du anfängst, dich zu fragen, wie wende ich jetzt das in meinem Leben an? Es gibt noch einen dritten Grund, wieso Anwendung so schwierig ist. Von Natur aus wehren wir uns gegen Veränderung. Wir ändern uns einfach nicht so gern. Wie gesagt, Gottes primäres Ziel in der Bibel ist, uns zu verändern. Und das verursacht so einen Konflikt. Gott möchte uns ändern, dass wir mehr wie Jesus sind, aber wir verändern uns nicht gern. Und der Schlüssel für Lebensveränderung ist eigentlich das Wort Gottes umsetzen. Aber wie wir einen natürlichen Widerstand gegen Veränderung haben, haben wir irgendwo auch einen natürlichen Widerstand gegen die Bibel. Es gibt so viele Kirchen, die bieten Auslegung an und Auslegung und Auslegung und die Leute können all die biblischen Hintergründe studieren und kennen alle Worte, die in der Bibel stehen und kennen alle Leute, die vorkommen und kennen alle Lehre in der Bibel und leben trotzdem säkulare Leben. Wir wenden es gerne in den Leben von anderen an, das ist kein Problem. Aber wir können sehr träge sein, sie in unserem eigenen Leben anzuwenden. Wir sind sehr gut dabei, eigentlich so den Spiessen im Auge des anderen zu sehen, aber wir haben Mühe, den Balken in unserem eigenen Auge zu sehen. Die Bibel anwenden ist der Akt vom Willen, eigentlich, der zu geistlichem Wachstum führt. Wenn du dich entscheidest, dem Wort Gottes zu folgen, dann wirst du wachsen. Aber wir müssen den Heiligen Geist bitten, um uns Kraft zu geben. Wir haben die Kraft, die haben wir selber nicht, zum gehorsam zu sein. Und darum beten wir um die Kraft, die Willenskraft, damit wir die Veränderung wirklich machen können, die Gott möchte in uns. Wie geht denn das jetzt? Wie wendest du Gottes Wort in deinem Leben an? Wie kannst du das aufschreiben? Wenn du den Text liest, dann musst du dir drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was hat es damals bedeutet, den Leuten, zu denen Gott damals geredet hat? Was hat es damals bedeutet? Nachher die zweite Frage ist,
Was ist so die zeitlose Wahrheit da drin? Was ist das allgemeingültige Prinzip da? Die zeitlose Wahrheit von dem, was Gott sagt, das, was zu jedem Zeitpunkt gleich gilt. Und dann die dritte Frage ist, wie ist es heute anwendbar? Wie kann das heute angewendet werden? Bei mir? Und dem kann man die Anwendungsbrücke sagen. Ich bewege mich über die Brücke eigentlich vom damals zum jetzt, oder? Du kommst von dort zu heute über die Brücke von der zeitlosen Ware oder vom allgemeingültigen Prinzip. Du hast die Interpretation, das, was du damals bedeutet hast. Du hast die Implikation. Was ist so eben die zeitlose Ware? Und dann hast du die Applikation. Was bedeutet es heute? Die Herausforderung beim Studieren von der Bibel ist eigentlich, die zeitlose Ware zu entdecken. Das, was sich nie verändert. Unter der Oberfläche von dieser Geschichte, die du liest, oder dem Gleichnis, oder der Poesie. Und nachher anwenden in einer Welt, die sich dauernd verändert. Das Wort verändert sich nie. Die Welt verändert sich dauernd. Und du baust so die Brücke zwischen dann und jetzt durch die Anwendungsbrücke. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir gehen nochmal zurück zu 1. Korinther 8,1, wo es eben geheißen hat, Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und ich lese das aus der Neues Leben Übersetzung. Ihr habt das auf Seite 37 in eurem Heftli, Kleingruppenheftli. Ich lese das jetzt gerade mal vor. Nun zu der Frage, ob wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde. Ihr meint, alle müssten sich eurer Erkenntnis anpassen. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen. Doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Nachher Vers 4. Wie verhält es sich nun? Sollen wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir wissen alle, dass ein Götze gar kein Gott ist und dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. Das ist allerdings nicht allen in der Gemeinde klar. Manche haben sich daran gewöhnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Wenn sie dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beunruhigt. Es stimmt, dass wir Gottes Anerkennung nicht durch das gewinnen können, was wir essen. Wir versäumen nichts, wenn wir etwas Bestimmtes nicht essen. Und wir gewinnen nichts, wenn wir es tun. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlichen Gewissen schadet. Leicht kann dann Folgendes geschehen. Schwächere Menschen, die es für falsch halten, solche Speisen zu essen, werden dich in einem Götzentempel essen sehen. Du selbst weißt, dass daran nichts Unrechtes ist. Sie aber werden verleitet, gegen ihr Gewissen Fleisch zu essen, das einem Götzen geopfert wurde. Auf diese Weise schadet deine Erkenntnis einem schwachen Bruder, für den Christus doch ebenfalls gestorben ist. Wenn ihr gegen euren Bruder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, sündigt ihr damit gegen Christus. Lieber will ich mein Leben lang kein Fleisch essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse. Denn ich möchte meinem Bruder nicht schaden. Das schreibt der Paulus. 1. Korinther 8, 1 bis 13. Das ist gerade eine gute Stelle. Ich meine, wie in aller Welt finde ich heraus, wie ich das in meinem Leben anwenden kann. Und für das muss ich die Anwendungsbrücke benutzen. Ich muss zuerst mal fragen, was hat es damals bedeutet, diesen Menschen da in dieser Geschichte? Die Interpretation. Und nachher, was ist so die zeitlose Wahrheit, das allgemeingültige Prinzip da? Implikation. Und dann, was bedeutet das heute für mich? Das ist die Applikation. In der Kirche, in dieser Stadt Korinth, in Griechenland, hat es Leute gegeben, die haben gewusst, Götze haben eigentlich keine Bedeutung. Und das Essen, wo denen Götzen geopfert worden ist, das hat nicht irgendwie Zauberkraft gehabt. Das waren ganz normale Hamburger, das war ein ganz normales Steak. Und es schadet eigentlich überhaupt nichts. Wenn man von dem isst, wie die Götze, die sind ja gar nicht echt, die gibt es ja gar nicht in dem Sinn. Und die Leute, die das gewusst haben, die haben einfach gegessen, ohne Rücksicht zu nehmen auf das, was andere gedacht haben. Und dann hat es andere gegeben, das sind neuere Gläubige gewesen,
noch nicht so lange im Glauben gewesen, und die sind vor den Kopf gestossen gewesen von dieser Praxis. Warte mal, ihr esst das Fleisch, wo der Götze von unserer alten Religion geopfert worden ist. Und darum sagt der Paulus, dann erlaubt es eure Freiheit, euch nicht, die vor den Kopf zu stossen. Das ist nicht liebevoll. Das ist so die zeitlose Implikation, das ist die zeitlose so die Folgerung. Brauch deine Freiheit nicht, um deinen Bruder vor den Kopf zu stossen. Das ist nicht liebevoll, das ist nicht Liebe. Und was heisst das jetzt aber für mich? Ich nehme nicht an, dass du sehr viel in Kontakt kommst mit Götzenfleisch oder Fleisch, das Götzen geopfert worden ist. Das passiert so im Zürcher Unterland heute nicht mehr so viel. Also was heisst das? Soll ich die Stelle jetzt einfach ignorieren? Es war für eine andere Zeit, für einen anderen Ort. Nein, es ist in der Bibel. Und darum schaue ich unter der Oberfläche so nach dem zeitlosen Prinzip. Was ist die Wahrheit, die Paulus mir heute sagt? Und was er sagt, ist auch legitime Freiheit. Etwas, wo ich weiss, da ist nichts Falsches dran, das zu machen. Auch die Freiheit muss in Liebe gebraucht werden. Und er sagt, Liebe ist wichtiger als Wort, eingebildete Wort. Dass ich weiss, am Essen von dem Fleisch ist nichts Falsches dran. Nur wie ich weiss, dass etwas okay ist, heisst das noch lange nicht, dass ich es machen soll. Das ist eigentlich die zeitlose Folgerung. Das bedeutet, ich muss feinfühlig sein. Einfach so mit den Leuten um mich herum. Ich muss auf mein Zeugnis achten. Das ist Liebe. Und auch wenn Fleisch, wo Götze geopfert wird, absolut nichts mit meinem Leben zu tun hat, hat das Prinzip da. Das hat sehr wohl etwas mit meinem Leben zu tun. Und wenn ich jetzt die Implikation kenne, dann nehme ich mir jetzt einen Moment Zeit und überlege mir, Gott, gibt es irgendetwas anderes, was ich mache? Aus Egoismus aus oder aus Arroganz aus oder sogar aus bewusster Insensibilität anderen gegenüber? Wo eine Brüder oder eine Schwester dazu bringen können, dass sie sündigen. Bin ich so eingebildet wegen meinem Wissen, wo ich habe über meine Freiheit in Christus, oder baue ich andere in Liebe auf? Schenke ich meine Freiheit ein, damit ich einem schwächeren Bruder nicht vor den Kopf stoße? Wenn ich mir diese Art von Fragen stelle, dann ist das eben die Anwendungsbrücke. Ich habe mich gefragt, was hat es damals bedeutet? Ich habe die immerwährende Wahrheit gefunden und dann habe ich sie angewendet auf mein Leben heute. Ich hoffe, dass das verständlich war. Der Prozess ist jetzt aber nicht fertig. Bis du eine Anwendung aufgeschrieben hast, die du umsetzen willst, dann wird es konkret, oder? Dann sind die Chancen, dass du etwas machst, viel, viel grösser. Okay, jetzt in dieser Lektion möchte ich dir noch eine Methode zeigen, die nennt sich Prüfs. Du hast gelernt betonen, du hast gelernt dir vorstellen und jetzt lernst du noch prüfen. Einfach zum Prüfen, den Text prüfen. Und zwar prüfst du den Text mit Fragen. Du schiessest so wie eine Frage nach der anderen auf den Text. Der Rick Warren hat da in diesem Buch rein, hat er aus diesen Fragen eigentlich so ein Akrostikon gemacht. Und ein Akrostikon ist, wenn die Anfangsbuchstaben von jedem Punkt zusammen wieder ein neues Wort ergeben. Und das Wort, das es ergibt, ist Anwendung. Der Anfangsbuchstaben von jeder Frage gibt zusammen Anwendung. Was hilft dir vielleicht sogar, die Frage auswendig zu lernen? Ich weiß es nicht. Das ist auf Seite 38 in eurem Heft. A steht für, gibt es einen Aufruf oder einen Appell, den ich befolgen muss? Gibt es ein Gebot, das ich befolgen muss? Die ganze Bibel hat überall Gebot. Offensichtlich einmal die 10 Gebote, aber es gibt noch ganz viele andere Gebote. Zum Beispiel auch all die Sachen, die Gott sagt, wo er möchte, dass ich es mache, wie er mein Leben möchte segnen nachher. Also ich muss mich fragen, gibt es ein Gebot oder gibt es einen Appell, wo ich gehorchen muss? Zwar egal, wie ich mich fühle. Dann das N steht für negatives oder positives Beispiel. Gibt es ein Beispiel, das ich folgen kann? Gibt es ein positives Beispiel, das ich kopieren muss? Oder gibt es ein negatives Beispiel, das ich vermeiden muss? Mit anderen Worten, was kann ich lernen vom Leben und vom Handeln von dieser Person, die ich da jetzt gerade gelesen habe? Wenn ich die Geschichte vom Samson lese, da gibt es Sachen, die richtig sind und andere, die falsch sind. Beim David ist es das Gleiche.
Dann weh. Weh gibt es ein Wort anzunehmen. Manchmal gibt es Sachen in der Bibel, kann ich eigentlich nicht viel machen. Das muss ich einfach glauben. Du fragst dich, gibt es da etwas, wo ich muss glauben? Ein Wort über Gott, den Vater. Ein Wort über Jesus, ein Wort über den Heiligen Geist, ein Wort über die Zukunft, ein Wort über die Vergangenheit, ein Wort über mich selber, ein Wort über den Himmel, ein Wort über die Hölle oder sonst irgendeine Lehre. Etwas über den Charakter von Gott, den ich bis jetzt vielleicht gar nicht gesehen habe. Nachher E gibt es eine Einstellung zu ändern. Etwas, wo ich anders muss darüber denken, fühlen, handeln. Bin ich bereit, an einer negativen Haltung, die ich arbeiten kann? Sorgen, Schuld, Angst, Einsamkeit, Verbitterung, Stolz, Egoismus, Gleichgültigkeit. Nachher das zweite N ist, nichts Nachzuahmendes. Gibt es einen Fehler, den ich vermeiden kann? Gibt es etwas, wo ich aufpassen muss? Jemand hat einmal gesagt, es ist weise, von den eigenen Erfahrungen zu lernen. Aber es ist weiser, von den Erfahrungen von anderen zu lernen. Ich habe eigentlich nicht genug Zeit im Leben, um alle Fehler selber zuerst zu machen. Also wenn ich von den Fehlern von anderen lerne, dann spart mir das sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand und sehr viel Leid. Gibt es etwas nicht Nachzuahmendes? Nachher D ist, gibt es einen Dank, der angebracht wäre. Ich versuche immer etwas zu finden beim Bibelstudieren, wo ich Gott kann dankbar sein dafür. Vielleicht etwas, was er gemacht hat für dich. Etwas, was er dich bewahrt hat davor. Es kann jemand oder etwas sein, was er in dein Leben hineingebracht hat. Du kannst, denke ich, immer etwas finden im Text, wo du kannst dankbar sein dafür. Dann U, gibt es eine Umkehr, die nötig wäre. Gibt es eine Sünde, die muss bekannt werden. Oder muss ich etwas wieder gut machen mit Gott. Dann das nächste N, noch ausstehende Verheißung. Es gibt über 7000 Versprechen in der Bibel. Das ist also eine allgemeingültige Verheißung, die Gott allen gegeben hat. Habe ich Bedingungen erfüllt, die Gott für das Versprechen hat? Jedes Versprechen hat eigentlich eine Vorbedingung. Wenn du das machst, mache ich das. Dann das G. Das G steht für, gibt es ein Gebet, wo ich mich anschliessen kann. Es gibt ganz viele Gebete in der Bibel und die sind schön ausgeschrieben. Der Paulus hat betet, der David hat betet, der Salomo hat betet, der Elia hat betet, Jesaja hat betet. Du kannst die Gebete beten und eigentlich kannst du sicher sein, dass sie im Willen von Gott sind. Ich meine, sie stehen in der Bibel. Also gibt es ein Gebet, das ich kann beten kann. Das ist Anwendung. Wir gehen vielleicht ganz schnell nochmal durch und vielleicht kannst du es gerade mit aufsagen. Kannst du deine Notizen hineinschauen? A. Es ist ein Aufruf zum Befolgen. N. Etwas Negatives oder positives Beispiel zu folgen. W. Ein Wort zu glauben. E. Eine Einstellung zu ändern. N. Nichts Nachzuahmendes. Nicht Nachzuahmendes. Einen Fehler zu vermeiden. D. Ein Dank, der angebracht wäre. U. Umkehr, wo nötig wäre. Sünde zu bekennen. N. Noch eine ausstehende Verheißung. G. Ein Gebet, wo du dich anschliessen kannst. Schreib doch das vorne in deine Bibel ein, Anwendung. Oder auch noch einfach all die drei Methoden, die wir gelernt haben. Und dann kannst du immer wieder vorne nachschauen. Ihr könnt das jetzt miteinander üben, das Anwendung. Es hat noch zusätzliche Vers im Kleingruppenmaterial. Und einen Teil könnt ihr zusammen machen und nachher einen Teil dann wieder in der stillen Zeit, oder während der nächsten Woche. Und das wird uns helfen, wirklich Täter vom Wort zu werden und nicht nur Hörer zu sein. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich einfach noch mal kurz etwas sagen, und zwar von dem Anwendung. Da gibt es ein U, gibt es eine Umkehr, die nötig wäre. Oder anders gesagt, gibt es eine Sünde, die muss bekannt werden. Weil wenn du Sünde im Leben hast, dann kannst du Wort Gottes nicht hören. Es blockiert das Wort Gottes. Du hörst ihn einfach nicht reden. Hast du deine Sünden schon je bekannt vor Gott? Wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, das jetzt gerade zu machen. Es ist vielleicht ein komischer Ort jetzt an der Kleingruppe, aber wenn du dein Leben jetzt noch nie bewusst Jesus Christus geöffnet hast, dann wäre doch jetzt
einfach einen guten Moment. Und komm, wir beten doch jetzt einfach. Ich möchte dich einladen dazu. Und wenn du das Gebet jetzt mit mir betest, dann sagst du doch nachher den Leuten in deiner Gruppe, ich bin überzeugt, die haben wirklich mega Freude, wenn du ihnen das sagst. Ich bete und ich lade dich ein, wenn du dein Leben noch nie Gott zur Verfügung gestellt hast, noch nie um Vergebung gebetet hast für deine Sünde, dann bete doch jetzt mit mir. Der himmlische Vater möchte dir einfach Danke sagen. Danke, dass du Jesus in die Welt geschickt hast. Und Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass du gestorben bist für meine Sünde. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du dein Leben gelassen hast, damit ich Leben kann haben. Und ich möchte dir jetzt einfach wirklich meine Schuld, meine Sünde herlegen und dich bitten um Vergebung. Ich möchte dich bitten, dass du mich reinigst von all meinen Fehlern, die ich gemacht habe in meinem Leben. Und ich möchte dich jetzt einladen in mein Leben hinein. Ich möchte dich einladen, dass du wirklich der Herr und der Heiland wirst von meinem Leben. Ich möchte dir mein Leben zur Verfügung stellen. Ich möchte von jetzt an wirklich für dich leben. Danke vielmals dafür. Himmlischer Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du ja, jetzt auch uns hilfst, wenn wir die Methoden anwenden, dass wir wirklich wieder einen neuen Zugang bekommen zu deinem Wort. Dass wir wirklich sehen, ja, was du uns möchtest sagen, wo du möchtest in unser Leben hineinreden. Danke vielmals, dass du jetzt einfach mitten unter uns bist. Amen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit beim Üben und Austauschen. Und nachher sehen wir uns nächstes Mal wieder.